Ja, moin, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play. Nicht Farming Simulator. Nee, wir sind hier in SnowRunner, mein Freund. Da bist du gerade hier. Da bist du aber gerade ganz, ganz falsch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, keine Sorge. Hier kommt jetzt nicht der Farming Simulator an alle SnowRunner, die sagen, Farming Simulator ist nichts für mich. Wir werden hier natürlich SnowRunner, wie man ja sehen kann, spielen. Für alle anderen, wenn ich dran denke, oben rechts findet ihr das aktuelle Let's Play zum Farming Simulator. So, fertig mit Werbung. Den Wachturm. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben, noch diesen Wachturm hier einzukassieren. Dann haben wir alle Wachtürme auf dieser Map. Ich glaube jetzt nicht, dass hier noch viel... was ich gerade auch sehe. Moment. Das ist ja noch ausgeblendet. So. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass hier noch viel durch den Wachturm erkundet, aufgedeckt wird, wollte ich sagen. Aber wir nehmen den natürlich mit, denn ein bisschen was wird ja aufgedeckt. So, Wachturm. Das schauen wir uns einmal an. Schöne Sache. Schöne Sache. Handbremse. Das hier und finde den Antennenturm. Ah, da bin ich mir sicher. Hier ist ein Antennenturm. Hier hinten ist ein Antennenturm. Dort. Ja, da würde ich doch... Truck retten. Oh, hier ist wieder ein Truck. Sehr gut. Das heißt aber, wir werden jetzt hier einmal gerade runterfahren, denn wenn wir schon hier sind, nehmen wir das mit. Und dann, wisst ihr was, habe ich das Gefühl, dass wir uns mal hier lang machen. Ich habe keine Ahnung, ob das ein gewagtes Abenteuer ist und dann holen wir uns das Upgrade dort. Hier steht ein Fahrzeug. Ach, sieh an. Und danach könnten wir doch hier hoch und uns den einfach holen und wegbringen, verkaufen, Kohle machen. Denn, wie immer, wir brauchen Geld. Das allseits bekannte Problem des fehlenden Geldes. Ich hatte eigentlich versprochen, dass wir in Alaska starten. Ich habe das so ein bisschen leichtsinnig, also für den Hammer, ich habe das so ein bisschen leichtsinnig angeteasert, denn es macht hier überhaupt keinen Sinn. Kommen wir hier runter? Ja, kommen wir. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie zurückzufahren nach Alaska, ohne jetzt hier noch die Sachen, ich sag mal, fertig zu machen, wo wir jetzt gerade schon sowieso da in der Nähe stehen, ne? Und deswegen, ich glaube, das verzeiht ihr. So, Antennenturm finden, sag mir. Antennenturm. Welche habe ich jetzt gerade angenommen? Wie heißt die? Finde den Antennenturm. Da, da ist er jetzt. Ha! Verdammt! Seht ihr mal, das hätten wir doch machen können. Aber jetzt wissen wir, dass wir da einmal hin müssen. Und es gibt doch hier auch noch die andere Mission. Michigan-Rennen. Ah ja, genau, das Michigan-Rennen. Das machen wir aber nicht jetzt, auf keinen Fall. Wir wollen jetzt gucken, ob wir hier rüber können. Ob wir hier rüber können und das Upgrade uns holen können. Das wäre nämlich, wie sage ich immer so schön, delicious. Das wäre voll schnieke. So, da kommen wir lang. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier mit dem lang können, denn der hat noch keinen Schnorchel. Aber das sieht doch gut aus.
Das sieht gut aus. Da bin ich zuversichtlich. Ja. Ja. Ganz ent... Ach komm. Überhaupt nicht der Rede wert. Ganz entspannt. Ne, da fahren wir jetzt nicht da unten entlang. Da machen wir hier lieber den gefühlt sichereren Weg. Hier müssen wir jetzt aufpassen, das ist wieder so eine Stelle. Das ist wieder so eine Stelle, wo man ganz gerne umkippt. Ja, schön vorsichtig. Dann kriegen wir das auch hin. Und ich würde, hab das Gefühl, dass wir uns da einfach... So, wie kommen wir jetzt hier am besten hin? Und wie kommen wir dann am besten wieder raus? So, also einmal würde ich sagen, dass wir uns so rückwärts runterlassen. Nein! Okay! Also, jetzt kommt sie wieder zum Einsatz, unsere autonome Winde. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ohne sie in einem Scout dürfen wir nicht entlang fahren. Ja, so nicht. Okay. Mal gucken, ob wir uns hier so ein Stück rüberschieben können. Ja, das müsste gehen. Das weg. Und das. Ja. Also, das hatte ich mir etwas anders vorgestellt, aber so geht's auch. Was haben wir denn hier? Differentialsperre. Wieder eine. Für den Chevrolet. Ja, okay. Alles klar. Vielen Dank. Jetzt nicht ganz so viel Interesse, aber ist natürlich schön, was man hat, das hat man. Und, hey, das ist ja auch so ein Ding. Kann man verkaufen. So, da halten wir jetzt einmal die Handbremse an. Und den hier. Und damit kommen wir hier hoch. Sehr gut. Könnt mir vorstellen, dass die Entwickler sich das genau, oder der Kartendesigner besser gesagt, sich das genau so vorgestellt hat. Ja, mittlerweile ist ja auch der SnowRunner schon ein paar Tage draußen. Ich muss jetzt gerade überlegen, es müssten jetzt, was ist heute? Heute Aufnahmedatum. Hier ist der 10. Das heißt 12 Tage. Also noch nicht mal ganz 2 Wochen. Jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr schon so richtige Bugs gehabt? Also was ich hatte, sind einmal hat er sich komplett aufgehängt während der Aufzeichnung. Moment. Wo müssen wir da lang? Genau da, wo ich jetzt bin. Okay. Einmal hat er sich verabschiedet. Also das Spiel hat sich verabschiedet während der Aufzeichnung. War kein Problem, denn ist ein interessantes Konzept mit dem dauerhaft Speichern. Also er speichert ja eigentlich alle paar Sekunden, so gefühlt. Aber genau, deswegen war es kein Problem. Und da der Rechner sich jetzt nicht aufgehängt hatte oder so, also kein Bluescreen, war auch die Aufnahme noch da. Das konnte ich daher... ja, retten. Ja, habe ich einfach da weitergemacht. Das war alles okay. Und als ich mein Tipps und Tricks Video gemacht habe, hatte ich sehr viele Programme gleichzeitig offen. Mein Schnittprogramm, OBS, dann hatte ich natürlich das Spiel offen, den Browser und so weiter und so fort.
Und da ist er mir regelmäßig abgeschmiert. Das war dann nicht, war mir egal, weil ich habe das benutzt, um entweder einen Establishing-Shot zu machen. Ein Establishing-Shot, das nennt man dieses Mini-Intro. Ah, nein. Moment. Einmal durchatmen. Wenn ich es gerade sehe, einmal nachtanken. So. Okay. Das nennt man diese Mini-Intros. Und da war mir das egal. Da habe ich das einfach gemacht und dann war der halt nach einer Minute gedreht und dann war das Programm noch offen, weil ich nicht jedes Mal das Spiel wieder neu starten möchte. Ne? Und da ist er mir regelmäßig abgestürzt. So, jetzt schauen wir einmal kurz dran. Truck wechseln. Was ist an dem? Das Getriebe. Aber wir haben nichts zum Reparieren. Das bedeutet, dass wir jetzt hier nichts machen können, ne? Wir fahren jetzt zurück mit dem Scout. Truck wechseln. Also wir können noch mal gucken. Reparieren. Ersatzrad. Ne, haben wir alles. Ist alles verpulvert. Hier können wir auch noch einmal gerade wieder auf 6 Uhr morgens stellen. Und dann geht es hier jetzt auf dem Weg zurück. Wir gehen in die Werkstatt und dort sehen wir uns gleich wieder. Wieder zurück in der Werkstatt, alles repariert, alles tutti. Wir stellen den ab, denn es geht jetzt nach Alaska. Also wir schaffen es doch in dieser Folge. Alaska und ich möchte hier in die Werkstatt. Werkstatt? Werkstatt? Hallo, Werkstatt. Da ist er. Also aus dem Trucklager zum einen den hier, den verkaufen wir. Das merke ich gerade. So, der wird verkauft. Den wollen wir einsetzen. Und als allererstes gehen wir nochmal in die Individualisierung. Meine Güte. So. Jetzt einmal kurz hier lesen. Getriebe bietet viele Funktionen, Verbesserungen, darunter eine höhere Gangzahl. Okay, das brauchen wir nicht. Mhm, genau. Wir bleiben bei dem SnowRunner. Federung. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Die können wir einmal mitnehmen, das ist sehr gut. Der Motor ist hier noch nicht freigeschaltet. Winde, da haben wir, was wir brauchen. Ersatzrad haben wir auch dabei. Rahmenaufsatz haben wir dabei. Der Schnorchel, den gibt es noch gar nicht. Gut. Reifen. So. Und zwar gibt es nämlich jetzt die etwas größeren hier. Und das bringt uns zwar insgesamt höher, gibt uns aber meines Verständnis nach für den Schnee, wo wir jetzt hingehen, nochmal ein bisschen mehr Bodenfreiraum und das ist gut. Was bräuchten wir das? Rang 10. Wie weit sind wir davon entfernt? Das kann ich gerade gar nicht sehen. Den hier kaufen wir. Den hier verkaufen wir. Den hier verkaufen wir. Das machen wir jetzt mal. Das, was ich hier gerade noch so sehe, verkaufen. Verkaufen. Denn das müssen wir überhaupt nicht aufheben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Okay, der Rest passt. Ne, hier haben wir noch, ne? Genau. So. Okay. Perfekt. Das heißt, wir können die Werkstatt verlassen und sind jetzt hier im wunderschönen Alaska. Ich wollte nochmal, ich habe nämlich auf Reddit einen sehr coolen Post über Reifen gesehen, wo jemand das alles so ein bisschen analysiert. Moment. Einmal das. Und wo müssen wir denn überhaupt lang? Ich habe da nämlich mir schon mal so eine Richtung vorgeben lassen. Ich meine, der ist irgendwo hier. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir also uns hier auf den Weg machen, dann hierhin. So. So könnte ich es mir vorstellen. Und dann landen wir da hoffentlich irgendwie in die Richtung. Und da können wir auch gleich den Wachturm mitnehmen. Ich glaube, dass das eine, ein ganz guter Plan ist. So, wir sind wieder ready. Wir haben alles dabei. Wir können reparieren. Keine Ahnung, ob wir den da rausziehen müssen oder wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich bin für alles offen. Ich freue mich. Bin gespannt. So, und damit verlassen wir wieder die Straße. Ich bin sehr gespannt, wie wir durchkommen. Bei dem Schnee nämlich eben gerade war es schon wieder so, oh, okay, okay. Aber bis jetzt will ich mich gerade erst einmal nicht beschweren. Ja, hier können wir langfahren. Okay, das ist gut. Oh. Da sumpfen wir doch ordentlich ein, aber macht da alles wunderbar. Das ist hervorragend. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie der H2 sich fährt. Es gibt ja noch den International Scout. Ich meine, es war ein International. Den International Scout. Den fand ich gar nicht mal so schlecht. Okay, Leute, hier dürfen wir jetzt nicht stecken bleiben. Wenn wir jetzt hier stecken bleiben, dann haben wir nichts zum Ankern. Aber scheint, dass wir das so machen. Scheint, dass wir das so hinkriegen. Ja, kriegen wir hin. Und der ist sehr behäbig, der ist sehr breit, aber er hat Kraft, das merkt man richtig. Das Ding hat einfach... Das Ding hat einfach ordentlich gezogen, als ich das mal ausprobiert hatte in einem anderen Game. Denn ich habe mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, mittlerweile herausgefunden, wo die Safe Games das Safe Game gespeichert wird. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man da die entsprechenden Dateien bearbeitet, so dass man jetzt zum Beispiel genug Geld hat und solche Geschichten. Nur, dass man halt eben ein paar Sachen ausprobieren kann, ne? Und ja, grundlegend sehr interessant. Sehr cool, wie hier gerade der Schlamm so hoch rutscht, aber da müssen wir doch einmal hier mit der Seilwinde nachhelfen. Und ich würde jetzt sagen, wir fahren einfach gerade erst einmal den Weg hier entlang. Und irgendwie werden wir da schon in die richtige Richtung kommen. Okay, hier gibt es auch nochmal einen anderen Weg. Ich will hier einmal gerade gucken. Also, ich würde sagen, wir fahren jetzt genau hier lang. Das müsste er sein. Das sieht auch so nach einem H2 aus.
Die automatische Winde, also sprich den Ankerpunkt, den er sich von selbst sucht, den finde ich nicht gut gesetzt. Er sucht sich einmal immer den naheliegendsten. Das weiß ich nicht, finde ich eigentlich genau verkehrt. Das müsste der am fernsteste sein. Und er müsste das so ein bisschen besser machen, mit in welche Richtung man schaut. Also vielleicht macht er das auch, aber dann ist er da nicht sehr präzise. Das heißt, man hat da wenig Kontrolle, man muss erst in das Menü gehen und das dauert manchmal eben zu lange. So, hier können wir, glaube ich, ein bisschen besser lang. Oh, echt jetzt? Es ist doch nur ein Ast. Ein Ästchen, besser gesagt. Ja, also keine Ahnung, ob wir den hier wirklich rausziehen können. Denn die Ketten, das war, glaube ich, jetzt 14 oder sowas. Oder ob wir den auch... Aber ich hab das Gefühl, den müssen wir rausziehen, denn vorher können wir da gar nicht einsteigen. Ich habe das Gefühl, den müssen wir richtig rausziehen. Vorher kommen wir da gar nicht hin. So, hier haben wir nämlich vermutlicherweise die Mission. Versunkener Hammer. Genau. Hammer H2 annehmen. Groß versunken ist der jetzt zwar noch nicht, aber den ziehen wir hier jetzt einfach mal raus. Das machen wir einmal ab. Dann können wir hier mal kurz drehen. So, dann, ich stelle mal kurz den Motor ab. Wir lösen einmal kurz die Winde und dann würde ich ganz gerne Truck wechseln. Ha! Seht ihr? Es geht nicht. Kann hier den Truck nicht wechseln. Das dachte ich mir. Das wäre... Achso, das Menü muss schließen. Das wäre natürlich zu einfach gewesen. So, jetzt glaube ich, jetzt fährt er mit. Das ist eigentlich hier, das, Moment, da müssen wir ein Foto machen. So, das haben wir nochmal gerade erledigt. Und dann können wir den jetzt hier rausziehen. Das ist natürlich zum einen angenehm. Ich habe das Gefühl, dass ich da erst gar nicht lang fahren will. Wir nehmen denselben Weg wieder zurück. Und zum einen sehr angenehm, ne? Der schiebt mich jetzt sogar ein bisschen. Zum anderen muss man aber auch sagen, es ist dann doch ein bisschen komisch. Da sitzt jetzt niemand drinne und der kann lenken und der kann Gas geben. Klar, wäre sonst vielleicht nicht machbar, aber muss man auch auf der anderen Seite sagen, schon ein bisschen komisch. Es wäre vielleicht ein Fall für Galileo Mystery. Nicht, dass ich jetzt besonders viel auf die setze, aber... durchaus ein guter Case. So, hier mit dem ganzen Gemöttgen wollte ich eigentlich nicht so richtig durchfahren, aber... ja doch, haben wir doch gut gemeistert. So, einen Moment. Ich will gerade einmal nachtanken. Nee, Quelle. Dachgepäckträger.
da können wir jetzt den Hammer endlich abgeben. Zack. Da können wir den Hammer abgeben und das bedeutet... Upsala. Das bedeutet, wir haben... Wir haben ein neues Gefährt. Da gehen wir einmal kurz rein. Einmal in den Hammer rein und yeah, wir haben ein neues Fahrzeug. Ich bin sehr gespannt. Das war es nämlich von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Lasst mir doch ein Like und Subscribe da, wenn es euch gefallen hat. Und das nächste Mal werden wir den hier voll aufrüsten mit allem, was wir haben. Alles, was wir uns in irgendeiner Form leisten können. Was wir an Upgrades haben. Und dann werden wir mal die nächsten Touren hier mitmachen. Ne? Also, macht's gut, mein Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.